fernes grünes Land unter einer rasch aufgehenden Sonne. Mehr dazu gibt's gleich. Servus miteinander und herzlich willkommen. Mein Name ist Johannes und das hier ist ein Video über die Frage, was ist eigentlich Franken? Naja, zunächst mal ist Franken ein Teil Deutschlands. Und da gibt es etwas, über das ich erst sprechen muss, bevor ich ins eigentliche Thema einsteigen kann. Ich denke, Nick Alfieri, der sich auf YouTube Nelf nennt, erklärt es ganz gut in einem seiner Videos. Er ist ein Amerikaner, der seit 4 Jahren in Schwäbisch Hall lebt, einer fränkischen Stadt in Baden-Württemberg. Und das ist es, was er über Deutschland herausgefunden hat. Before I came to Germany, I thought, all right, Germany is, you know, Germany. It's all the same, whatever. And over the course of these last few years, I have learned that Germany is so, so different everywhere. I think it's a pretty unique country in that sense because there are just wildly different cultures in the north, in the south, in the east, in the west. It's a bunch of different little kingdoms that have come together. And to me, personally, if I was drawing the maps of countries, the Germany that is today, I would not draw this as one country. Das sollte man wirklich im Hinterkopf behalten, wenn man über Deutschland spricht. Und das macht es auch so schwierig zu sagen, dass irgendetwas typisch deutsch ist. Es kann eben sehr gut sein, dass es nur typisch für einen bestimmten Teil des Landes ist. Franken ist eines dieser kleinen Königreiche, wie Nerf es ausdrückt, aber eben ein ganz besonderes. Ich habe dieses Video in 5 Kapitel unterteilt. Kapitel 1, das Gebiet Frankens und ein paar andere Dinge. Kapitel 2, Städte. Kapitel 3, Schutzpatron, Feiertag und Hymne. Kapitel 4, die Menschen. Und schließlich auch ganz wichtig, Kapitel 5, Essen. Also steigen wir gleich direkt mit dem Kapitel 1 ein, das Gebiet Frankens. Ich habe mir den Titel Franken, das Herz Europas für meinen YouTube-Kanal aus einem ganz bestimmten Grund ausgesucht, weil es eben genau das ist. Wenn man sich diese Karte Europas anschaut, dann ist Franken sprichwörtlich genau in der Mitte, beziehungsweise genau in der Mitte der EU. So sehr, dass auch die geografische Mitte der Europäischen Union in Franken lag und liegt. Bis zum 31. Januar 2020 war diese geografische Mitte in dem kleinen Ort Westerngrund im Landkreis Aschaffenburg. Seitdem liegt sie im Dorf Gardheim im Landkreis Würzburg. Da diese Verschiebung während der Faschingszeit geschehen ist, haben die Gardheimer das mit den entsprechenden Kostümen gefeiert. Franken ist im Südosten Deutschlands und grenzt nur an die Tschechische Republik als nicht-deutsches Ausland. Es ist keine Gebietskörperschaft. Die Franken haben also kein eigenes Bundesland. Das Gebiet ist hingegen über insgesamt 4 Bundesländer verteilt. Zunächst mal über Bayern. Das fränkische Gebiet in Bayern ist auf dieser Karte in blau markiert. Über Baden-Württemberg, wo das fränkische Gebiet in gelb dargestellt ist, und über Hessen und Thüringen. Die fränkischen Gebiete dort sind markiert in wie auch immer die Farben heißen. Wenn Franken aber keine Gebietskörperschaft ist, wenn es also keine offiziellen Grenzen gibt, wie definiert man es dann? Es gibt 3 Definitionskriterien dafür, was Franken ist und was nicht. Das erste Kriterium ist der Fluss Main. Franken ist die Gegend um den Main und seine Zuflüsse. Dadurch ist dieser Fluss gleichzeitig der wichtigste in der ganzen Region. Nur die paar Kilometer, die der Main durch Hessen fließt, bevor er in den Rhein mündet, gehören nicht dazu. Das zweite Kriterium ist der fränkische bzw. ostfränkische Dialekt. Servus, Matze, alte hin. Servus. Schau mal, wie er da steht. Ganz der Alte. Du, ich wollte dich fragen, wie es eigentlich mit unserem Fläschler ausschaut. Ich hab gewusst, dass das jetzt kommt. Das hast du uns aber versprochen. Das musst du schon zugeben. Ja, das gebe ich auch zu. Und wenn ich was verspreche, halt es auch. Das müssen wir doch langsam wissen. Hast du das mit mir zwar halt noch richtig gieren? Wo immer dieser Dialekt in einer seiner Abwandlungen gesprochen wird, ist Franken. Auch wenn der örtliche Fluss letztlich nicht in den Main fließen sollte. Das bedeutet dann zum Beispiel, dass das Gebiet um die Altmühl, um die sächsische Saale und um die Werra ebenfalls zu Franken gehört, weil dort eben dieser Dialekt gesprochen wird. Das dritte Kriterium, wer sich selbst für einen Franken hält, der ist es auch.
Auch wenn die bereits genannten Kriterien manchmal nicht zutreffen, gibt es Gegenden, in denen die Menschen sagen, dass es sich um Franken handelt. Oft aus historischen Gründen oder weil man einfach auf gar keinen Fall zur Oberpfalz gehören möchte. No, no, no. Wie bereits gesehen, liegt der mit Abstand größte Teil des fränkischen Gebietes im Freistaat Bayern. Das bringt manche Menschen dazu anzunehmen, dass ganz Franken in diesem Bundesland läge. Sogar manche Franken denken das. Es gibt zum Beispiel diese A Cappella-Band namens Viva Voce. Und die Jungs sind klasse. Wer die Möglichkeit hat, die fünf live zu sehen, sollte sich das nicht entgehen lassen. Die haben jedoch mal ein Lied veröffentlicht, welches mit diesen Worten beginnt. Ein kleines Land in Bayern leistet Widerstand zu Recht. Aber den Fehler machen so viele, wir nehmen es ihnen nicht übel. Da aber nun Bayern einen derart großen Anteil am fränkischen Gebiet hat, hat das, was dort passiert, einen immensen Einfluss auf die gesamte Region. Deswegen noch ein paar Informationen dazu. Der bayerische Teil Frankens ist in drei Regierungsbezirke aufgeteilt. Der erste ist Oberfranken im Nordosten. Der Name kommt daher, dass dieser Teil am Oberlauf des Mains liegt. Es ist das Gebiet mit der weltweit höchsten Brauereidichte. Etwa 200 Brauereien brauen ca. 1000 verschiedene Sorten Bier. Na bravo! Na dann, Prost! Dann gibt es noch Unterfranken im Nordwesten. Dieser Regierungsbezirk ist dementsprechend nach seiner Lage am Unterlauf des Mains benannt. Unterfranken ist eine wunderschöne Weingegend und der Wein dort wird typischerweise in diesen besonderen Weinflaschen abgefüllt, dem sogenannten Boxbeutel. Ebenso Prost oder zum Wohl. Mittelfranken im Süden wurde nach den Zuflüssen des Mains im mittleren Flusslauf benannt. Dort trinkt man, was immer auf den Tisch kommt. In Mittelfranken befindet sich das fränkische Seenland mit den größten Seen der Region. Die typische fränkische Landschaft besteht aus sanften grünen Hügeln mit Dörfern und Städten dazwischen. Im Norden gibt es aber auch ein paar Mittelgebirge. Der höchste Berg in Franken ist der Schneeberg im Fichtelgebirge. Der ist zwar nur 1051 Meter hoch, aber immerhin ist der höchste, den wir haben. Der niedrigste Punkt Frankens befindet sich in Kahl am Main, direkt an der Grenze zu Hessen. Dort befindet man sich gerade einmal 102 Meter über dem Meeresspiegel. Franken hat eine Fahne und die sieht so aus. Ein roter Streifen oben und ein weißer unten. Es gibt auch ein fränkisches Wappen, den sogenannten fränkischen Rechen. Um Verwechslungen zu vermeiden, wird die Fahne normalerweise mit dem Wappen in der Mitte dargestellt. Das liegt daran, dass es eine ganze Reihe anderer Länder gibt, die eine rot-weiße Fahne haben. Zum Beispiel Monaco, Indonesien oder das deutsche Bundesland Hessen, nur um einige wenige zu nennen. Wie fast der gesamte Rest Europas ist Franken tief im christlichen Glauben und in christlichen Traditionen verwurzelt. Von Gegend zu Gegend verschieden gehören nach wie vor viele Menschen entweder der katholischen oder der evangelisch-lutherischen Kirche an. Franken ist da ziemlich aufgeteilt zwischen den beiden Konfessionen. Und natürlich spielen heutzutage Freikirchen, andere Religionen und auch Atheismus eine immer größere Rolle. Damit kommen wir zu Kapitel 2, die Städte. Ich kann leider nur ein paar wenige nennen. Die größte Stadt in Franken ist Nürnberg. Sie ist auch die größte einer ganzen Reihe von Industriestädten in der Region. Nürnberg ist das wirtschaftliche Zentrum und hat etwa 500.000 Einwohner. Es gibt einen internationalen Flughafen, einen wichtigen Eisenbahnknotenpunkt und eines der größten Messezentren im deutschsprachigen Raum. Die zweitgrößte Stadt ist Würzburg. Wäre Franken eine Gebietskörperschaft, in welcher Form auch immer, dann müsste Würzburg aus vielen historischen Gründen dessen Hauptstadt sein. Um noch ein paar andere Städte zu nennen, zum Beispiel Bamberg, wo die gesamte Altstadt auf der Liste der Weltkulturerbestätten steht. Ansbach, das wie so manch andere fränkische Stadt eine barocke Residenz hat und eine wunderschöne Altstadt. Rothenburg ob der Tauber, weltbekannt für das mittelalterliche Stadtzentrum. Und dann noch Coburg. Das ist eigentlich ganz interessant für alle Engländer, denn aus Coburg kommt das englische Königshaus. Prinz Albert, der Ehemann von Queen Victoria, ist in Coburg aufgewachsen und war ein Prinz aus dem Hause Sachsen-Coburg-Gotha. Der Mann war Franke.
Damit weiter zum Kapitel 3. Schutzpatron, Feiertag und Hymne. Der Schutzpatron Frankens ist St. Kilian. Er war ein irischer Missionsbischof, der im 7. Jahrhundert zusammen mit seinen beiden Begleitern, Colonnat und Totnan, in die Gegend um Würzburg kam. Sein Gedenktag, sowohl in der katholischen als auch in der evangelischen Kirche, ist der 8. Juli. Und nach meiner ganz privaten Meinung sollte das auch der fränkische Nationalfeiertag sein. So ähnlich wie der St. Patrick's Day in Irland. Wird aber nur in Würzburg wirklich gefeiert. Es gibt tatsächlich so etwas wie einen fränkischen Feiertag. Im Jahr 2006 hat der Bayerische Landtag in großer Einigkeit die Einführung eines Tags der Franken beschlossen. Dieser wird seitdem jedes Jahr am 2. Juli oder dem darauffolgenden Wochenende begangen. Mit diesem Tag wird der Gründung des Fränkischen Reichskreises im Heiligen Römischen Reich am 2. Juli des Jahres 1500 gedacht. Der Tag wird jedes Jahr mit einer offiziellen Veranstaltung in einer fränkischen Stadt begangen. Im Jahr 2019 wurde er erstmals in zwei fränkischen Nachbarstädten begangen. In Neustadt bei Coburg, also im Freistaat Bayern, und in Sonneberg in Thüringen. Es gibt sogar so etwas wie eine inoffizielle fränkische Hymne, das sogenannte Frankenlied. Das Lied war aber nie wirklich als fränkische Hymne gedacht und ist auch weniger eine Hymne als vielmehr einfach ein Wanderlied. Aber vielleicht hören wir einfach mal in die Version dieses Orchesters rein, die auch in eine Version von fränkischer Tracht gekleidet sind. Und damit geht's auch schon weiter zum Kapitel Nummer 4. Etwa 4,2 Millionen Menschen leben in Franken, je nachdem, was man dazu zählt und was nicht. Von den Franken sagt man üblicherweise, dass sie einen fantastischen Sinn für Humor haben. Ist das Ihr Ernst? Es gibt auch eine fränkische Auszeichnung für Menschen aus allen Lebensbereichen, die gerade eben diesen speziellen Humor und die etwas widersprüchliche fränkische Geisteshaltung zeigen. Den sogenannten Frankenwürfel. Den muss ich aber mal in einem anderen Video erklären. Aber gleichzeitig muss ich zugeben, sagt man von Franken, dass es sich um die unfreundlichste Region in Deutschland handelt. Was ich ehrlich gesagt überhaupt nicht so sehe. Also fragen wir mal jemanden mit einem Blick von außen. Antoinette ist aus Neuseeland nach Franken gezogen. And I have people ask me if I agree that this area of Germany is really unfriendly compared to other parts of Germany. To me, all the other areas of Germany where I have visited, it's been pretty similar. Da habt ihr's. Franken sind üblicherweise einfach sehr entspannte Zeitgenossen. Nichts drückt das mehr und besser aus als die beiden Worte Bastjo. Die hochdeutsche Version davon, passt schon, beschreibt ja etwas als ganz okay oder gerade so ausreichend. Für einen Franken kann Bastjo eine ganze Reihe von Dingen bedeuten, inklusive des absolut höchsten Lobes. Viva Voce erwähnt das in ihrem Lied. Dann noch die zwei Wörter, die wirklich jeder kennt. Bastjo. Unser größtes Kompliment. Wir kommen zu fränkischen Berühmtheiten, nur um ein paar wenige zu nennen. Die erste, Sandra Bullock. Sie ist in Nürnberg aufgewachsen als Tochter einer fränkischen Mutter und eines amerikanischen Vaters. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, sei originell, Sandra. Und das hat mich als Kind total verrückt gemacht. Aber jetzt verstehe ich es, weil meine Mutter war ihre Zeit voraus. Dann Dirk Nowitzki, Deutschlands erfolgreichster Basketballspieler. Er ist aus Würzburg. Nicht zu vergessen Albrecht Dürer, der große deutsche Renaissance-Maler. Er war eigentlich halb Ungar, halb Franke. Dann ist da noch Thomas Gottschalk, einer der bekanntesten deutschsprachigen Radio- und Fernsehmoderatoren. Er ist im fränkischen Kulmbach aufgewachsen. Also im Wesentlichen bin ich Kulmbacher und werde es auch in einer gewissen Weise immer bleiben. Wir kommen zum letzten, aber sicher nicht dem unwichtigsten Kapitel, Essen. Das mit den Getränken habe ich schon erwähnt, damit kommen wir jetzt mal zum Essen.
Auch hier muss ich wieder eine Auswahl treffen, weil es einfach so viel Verschiedenes gibt. Zum Beispiel viele verschiedene Arten von Bratwürsten. Frankens heiliges Essen. Bratwürste gibt es ja in vielen Regionen und Ländern. In Franken ist sie jedoch so wichtig, dass sie je nach fränkischer Gegend oder Stadt sehr unterschiedlich aussehen und sehr unterschiedlich gemacht sind. Ob das jetzt die langen, dünnen Bratwürste aus der Gegend um Hof sind, die kurzen Rostbratwürste aus Nürnberg, die Coburger, die über Kieferzapfen gebraten werden müssen, oder die Gnickte aus Würzburg. Dem Franken ist seine Bratwurst wirklich heilig. Deswegen gibt es jedes Jahr den Bratwurstgipfel, bei dem viele Metzger mitmachen. Der beste von ihnen wird am Ende zum fränkischen Bratwurstkönig gekrönt. Und dann gibt's da die Kartoffelklöße. Sehr typisch für Franken. Potato dumpling. Potato dumpling. You must cooking potatoes and then you ripe the potatoes and you roll potatoes on the hand or under the Achselhöhle. Oder Schäufeler oder Scheifeler. Schweineschulter mit Knochen und in Franken mit dunklem Bier übergossen. It's a big shoulder. Und wenn's der große Scheifeler bist, a big, big shoulder. Dann noch den Karpfen. In manchen Gegenden wegen seiner Vorliebe für trübe Gewässer ist er nicht so beliebt. In Franken schon. It's a fish. It's a very fine fish. It's a fish who is swimming in the trüb Tümpel. Der Trick ist, den Karpfen einfach aus dem Teich herauszunehmen, ihn eine Weile in klarem Wasser zu halten und dann erst zuzubereiten. Richtig gut. Das sind nur ein paar von den Sachen, die man hier essen kann. Es gibt wirklich noch einiges mehr. So viel von mir. Alle Links gibt's in der Beschreibung. Bitte hinterlasst einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und teilt das Video. Bis zum nächsten Mal. Ade.